zurückzugeben und das Gefühl von Einigkeit. Welche Rolle, Ranga, spielt in dem Zusammenhang das, was wir jetzt so unter dem Begriff Big Data kennenlernen? Ich habe das vorhin zitiert, vor wenigen Wochen einen, wie ich fand, brillant geschriebenen Artikel im Tagesanzeiger, Zeitung aus der Schweiz, ein Magazin. Und die haben dort in einem Artikel beschrieben die Geschichte eines polnischen Mathematikers und Psychologen. Mhm. Kosinski heißt dieser Mann, der offenbar ein Modell entwickelt hat, wie man anhand des Internetverhaltens sehr genau sagen kann, wer du bist. Mhm. Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Ja, ich springe einfach vielleicht ganz kurz da rein. Es hat die Wahl oder es wird in Zukunft auch Wahlen beeinflussen, wenn man so will. Wenn man zurückgeht, das Radio war ja das Medium von Teddy Roosevelt. Ja? Und so mit der Zeit gab es ja, jeder Präsident hatte sein Medium und Big Data ist vermutlich ein Teil das Medium von Donald Trump. Warum? Weil Werbung heute nicht mehr so stattfindet, dass man eine Botschaft hat für alle, sondern dass es viel effektiver ist, wenn ich sehr gezielt jeden Einzelnen, wenn ich weiß, wie der denkt, gezielt ansprechen kann. Und genau das wird mit Big Data möglich. Warum? Jeder von uns bewegt sich im Internet, jeder von uns klickt, kauft ein, hat in sozialen Netzwerken bestimmte Freunde, findet das eine gut, ja, findet Trump gut, Daumen hoch oder runter. Und jedes Mal, wenn man das tut, offenbart man ein Stück von sich selbst. Mhm. Und was uns nicht so klar ist, ist, das sind alles eigentlich sehr unscheinbare kleine Details, die aber, wenn man diese Daten mal miteinander verbindet, ein sehr interessantes Profil dieser Person wiedergeben. Das heißt, wir verraten sozusagen dem Internet oder demjenigen, der diese Daten sammelt, viel mehr über uns. Und das führt in der Folge dazu, dass, wenn man zum Beispiel Wahlkampfwerbung macht, man sehr genau weiß, okay, die Person kriegt Wahlkampfwerbung auf die Art, die andere auf eine andere Art. Das Ganze natürlich automatisiert. Und die große Gefahr ist, dass man auf die Art und Weise anfangen kann, nicht nur eine Person zu beschreiben, sondern das Verhalten dieser Person möglicherweise vorherzusagen. Das heißt, man kommt, je mehr Daten man sammelt, immer zu einem genaueren Mosaik, was schärfer ist. Was irgendwann so scharf ist, dass es schärfer ist als Freunde. Ja? Also wenn man Freunde fragen würde, wie würde Lo abwählen oder was würde er einkaufen, ja? Dann kommt plötzlich ein Algorithmus und sagt und ist besser als die Freunde. Vielleicht sogar besser als man selbst. Also wenn man das weiterdenkt, ist es einfach so, dass wir so viele Daten haben, dass wir irgendwann Entscheidungen fällen. Aber mach's mal konkret, wenn du jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel machen solltest. Wie kann man das beschreiben? Also wie erreiche ich sozusagen eine Wählerin, die irgendwo in Florida sitzt? Okay. Was ist jetzt eine Frau, die ist, weiß ich nicht, weiß, schwarz, was auch immer? Wir gehen mal in zwei Schritten vor. Das erste ist, ich muss, sagen wir mal, aus einer Bevölkerung von 1 Million eine Person rausnehmen. Okay? Eine finden. Das funktioniert so, dass ich Fragen beantworte. Also ich habe irgendeine Frage, ja, findest du das gut, ja oder nein? Und einer von 10 sagt ja. Einer von 10. Bei der ersten Frage, bei der zweiten Frage wiederum. Ich stelle eine andere Frage und wieder einer von 10 sagt ja. Was passiert? Mit der ersten Frage habe ich 1 von 10. Wenn ich 2 Fragen miteinander kombiniere, habe ich 1 von 100. Mhm. Bei 3 Fragen sind es 1 von 1000. Das potenziert sich. 1 von 10.000. 1 von 100.000. Mit 6 Fragen kann ich aus 1 Million einen rausfischen. Übrigens ein Prinzip, was sehr alt ist. Also die Terrorismusfahndung zu Zeiten der RAF, damals nannte man das Rasterfahndung, funktionierte eigentlich nach so einem ähnlichen Prinzip. Da war es dann die Stromrechnung, zahlt er die selber oder nicht? Ja? Oder ist die Wohnung in der Nähe einer Autobahnausfahrt, ja oder nein? Also relativ nicht verräterische Fragen, aber die Kombination macht es. Die große Gefahr ist, auf die Art und Weise kann ich eine Person eingrenzen und im nächsten Schritt kann ich anfangen, vorherzusagen, was diese Person tut. Das ist das, was wir eigentlich so nicht merken, dass heute schon auch bei Handys, wenn wir tippen, merken wir, das große Business der Zukunft ist vorherzusagen, was der Konsument nicht nur schreiben wird, sondern was er einkaufen wird, was er irgendwann wählen wird. Erleben wir ja auch alle. Und im nächsten Schritt geht es darum, und dann wird es richtig spannend,
schaffe ich es, diese Person in seiner Entscheidung möglicherweise sogar umzustimmen oder zu manipulieren? Ja? Das heißt, man hat sich konzentriert in diesem Wahlkampf auf ganz bestimmte Menschen, von denen man wusste, okay, die sind noch unschlüssig. Das sind die Unschlüssigen und man kannte das Profil. Ist das der Grund, warum man gesagt hat, bestimmte Staaten interessieren uns gar nicht, lassen wir komplett außen vor, aber da gehen wir ran? Es gab einfach eine klare Strategie zu sagen, wenn ich Wahlkampfwerbung investiere, wenn ich wirklich bei einem hinkommen möchte, dann gehe ich nicht zu einem eingefleischten Demokraten, ja, den kann ich noch so lange bezirzen, der wird Demokraten wählen. Aber es sind genau diese, nicht nur Swing States, sondern Swing People, die sich nicht ganz einig sind. Und dieses Modell von Kosinski, dieser polnische Psychologe, Ocean-Modell. Ocean-Modell heißt das, genau. Ist auch in diesem Artikel beschrieben, das ist wirklich faszinierend. Er hat ein System entwickelt, mit dem er beispielsweise anhand von 68 Facebook-Likes eines Users kann der vorhersagen, welche Hautfarbe der hat. Und zwar mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 95%. Oder ob du homosexuell, ob du schwul bist oder nicht, mit einer 88%igen Wahrscheinlichkeit. Ob du Demokrat bist oder nicht, 85%. Mit 10 Facebook-Likes kann dieses Modell einen Menschen besser einschätzen als der Arbeitskollege, der direkt neben dir sitzt. 70 Likes reichen, um die Menschenkenntnis eines Freundes zu überbieten und 150, um besser zu sein als die eigenen Eltern. Und das ist nur der Anfang dieser Disziplin. Überleg mal, 150, das ist nichts eigentlich. Ja, du hast am Anfang dieses Beispiel genannt, kann man anhand des Einkaufsverhaltens feststellen, ob eine Person schwanger ist oder nicht. Es gab diesen klassischen Fall vor etwa 3 Jahren, wo ein Supermarkt tatsächlich Werbung verschickte an ein Mädchen, die war minderjährig. Die bekam Werbung, so nach Motto Glückwunsch demnächst für das Kind. Und hier hast du schon mal ein bisschen Werbung, für junge Mütter. Das sind die Windeln, die du kaufen solltest. Der Vater protestierte und sagte, hört mal, meine Tochter ist minderjährig, das ist nicht okay. Das Spannende war, er wusste nicht, dass seine Tochter tatsächlich schwanger war. Das heißt, aufgrund der Daten, versteht man mehr. Und wie haben die das gemacht? Haben die geguckt, zu welchen Regalen die geht? Ja, oder? Nein, welche Deodorant sie... Es sind bestimmte Kauf... Also was kauft eine, welches Deo, welche Cremes etc. Aber es geht um viel mehr als das. Was wir uns klar machen müssen, ist, das wird nicht nur darum gehen, dass man Sachen noch erklären kann, sagen kann, okay, was weiß ich, schwangere Frauen stehen auf die oder die Zahnpasta. Sondern es wird anfangen, Muster zu ergreifen, die uns überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, wie Bewegungsmuster, wie die Tatsache, nur mal ein einfaches Beispiel, nicht nur, was tippe ich morgens, sondern wie tippe ich. Ja? Ändert sich sozusagen der Rhythmus, mit dem ich tippe. Was heißt das? Ja. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt eine erste Untersuchung, die hat man gemacht bei Menschen, je nachdem, wie man spricht. Nicht, was man sagt, wie man spricht. Ja. Und siehe da, man stellt fest, dass man nur aufgrund des Wies erahnen kann, ob eine Person demnächst an Parkinson erkrankt. Ob das schon das Frühstadium ist. Das heißt, wir stehen hier wirklich an der Schwelle, bei der es nicht nur um Konsumverhalten geht, nicht nur um Wahlverhalten, nicht nur um private Dinge wie, kann ich möglicherweise aus den Daten herauslesen, ob eine Person sich demnächst scheiden lässt oder... auch solche Dinge, ne? Na klar. Und da stehen wir gerade am Anfang. Und das Spannende dabei ist, das läuft schon in einigen Businesses. Es gibt Banken zum Beispiel, die anfangen genau mit solchen Daten vorherzusagen, wie ist die Payback Rate, Eine Bank heißt Credit. Also die Kreditwürdigkeit, wie zahlt der zurück? Ja. Und zwar nicht aufgrund der klassischen Schufa-Auskunft, sondern genau aufgrund dieser Daten. Und das Interessante ist, das sind dann viele Daten, Big Data. Und am Ende, in dem konkreten Fall, ich habe mit dem Techniker oder dem Mann gesprochen, der diesen Algorithmus geschrieben hat. Und ich habe gefragt, was machst du eigentlich, wenn ich diesen Kredit nicht bekomme? Kannst du mir sagen, warum? Und dann sagt er, nein, kann ich nicht. Und wir stehen da wirklich an einer Schwelle. Es gibt Länder, die heute in China, redet man von dem, was man Citizen Score nennt. Also, wo man anfängt, Bürger sozusagen einzuteilen in, ist der sicher, ist der nicht sicher. Ja? Ist der systemtreu oder nicht? Genau. Ist er Mieter oder hat er eine eigene Wohnung? Ja, oder darf er verreisen oder nicht? Geben wir dem ein Visum, kriegt der einen Job, einen Staatsjob? Und das ist schon eine wichtige Debatte, über die wir reden müssen, weil sie
vieles offenbart. Sie kann nicht nur missbraucht werden, es gibt auch Chancen. Ja, man kann vielleicht Krankheiten rechtzeitig diagnostizieren, wenn man es mal positiv formuliert. Aber es ist qualitativ neu, ja. Frau Navidi, macht das Angst, auch in den Kreisen, in denen Sie sich bewegen? Oder eröffnet das ganz neue Möglichkeiten? Oder am Ende beides? Also gerade beim Weltwirtschaftsforum saß ich neben einem Mitte 20-jährigen jungen Mann, der eine Firma hat, die vom CIA gesponsert war. Sie ist 500 Millionen jetzt wert. Und er hat diese Firma gegründet? Er hat die Firma gegründet, aber finanziert war sie hauptsächlich auch vom CIA. Und er hat Richtlinien, seine Firma hat Richtlinien errichtet, dass die Regierung darf die Daten, die sie beschaffen, nicht für Menschenrechtsverletzungen nutzen und für dieses und jenes. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wenn ein Donald Trump kommt und diese Gesetze einschränkt, dann hat er auf einmal Zugriff auf solche Daten. Dann weiß er, wer Muslim ist oder wer einen muslimischen Elternteil hat zum Beispiel. Also das ist natürlich, birgt das sehr große Gefahren. Ja, und es ist sicher so harmlos, als wenn man sagen würde, ich produziere Gewehre. Aber das sind nur Verteidigungsgewehre. Mit denen kann man nicht aggressiv schießen, sondern nur, wenn der andere wirklich erst dreimal geschossen hat, dann schießt dieses Ding auch. Also das ist, so ist es ja praktisch dann auch, wenn man also sagt, es darf nur für gute Zwecke genutzt werden. Ist ja, oder so. Ob ist das ja durchzusetzen ist, wer weiß. Aber die Gefahr, dass uns Leute durchleuchten als Gesellschaft und am Ende manipulieren, genau, darum geht es. Es gibt eben einfach viele Insider. Also du hast den Kollegen erwähnt, der den Artikel geschrieben hat, der übrigens an der ETH Zürich war. Und an der ETH Zürich gibt es eine Reihe von Fachleuten, die wirklich inzwischen einfach sehr klar sagen, Vorsicht, da entwickelt sich Big Data, da entwickeln sich Algorithmen und künstliche Intelligenz in eine Richtung, die möglicherweise nicht mehr so einfach zu kontrollieren ist. Das ist eine Debatte, die steht an. Ja. Sie war im Moment natürlich sehr opportun, weil auf die Art und Weise kann man sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, man kann bessere Werbung machen, aber irgendwann fällt das vielleicht auf die Füße. Das heißt, das ist eine Debatte, die müssen wir alle zusammenführen. Thema, das uns noch oft beschäftigen wird und auch interessant, ehrlich gesagt, auch gerade für Menschen so unserer Generation, die wir dachten, alles geht immer so gemütlich weiter, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Hast du das gedacht? Habe ich irgendwie fast geglaubt, ja. Ich glaube, man wollte das doch. Irgendwie, ja. Es war irgendwie so schön, Europa, alles läuft und keine Grenzen mehr nach Österreich und so. Es war für mich immer wichtig, um nach Südtirol zu kommen. Ja. Und der Rest war mir eigentlich, ich fand das schön. Und plötzlich merkst du, wir müssen um diese Dinge wieder kämpfen. Nichts davon ist selbstverständlich. Und wir müssen uns ganz essentiellen Fragen wirklich widmen. Herzlichen Dank euch allen.